Liebe Monika Hohlmeier, diese Woche aus dem Europäischen Parlament in Straßburg. Gerade heute, am Donnerstag, wurde eine besonders wichtige Entscheidung getroffen zum Thema Steuergerechtigkeit oder Umgang mit Steuern im Allgemeinen in der Europäischen Union. Das Ganze ist schon vor einigen Monaten ins Rollen gekommen unter dem Credo LuxLeaks. Was genau wurde heute entschieden? Ja, es hat eine lange Diskussion stattgefunden, wie man diese Thematik überhaupt am besten angehen kann. Und wie immer gibt es dazu unterschiedliche Meinungen. Aber ich glaube, heute hat eine überwältigende Mehrheit in diesem Parlament den richtigen Weg eingeschlagen. Und zwar, es ging immer darum, wie kommen wir innerhalb unseres Steuersystems, innerhalb der Mitgliedstaaten, wie können wir hier vermeiden, dass sich Großunternehmen so geschickt zwischen verschiedenen Ländern verteilen, dass sie am Schluss 0% Steuern zahlen. Mhm. Das ist keinem Menschen erklärbar. Dies gibt es aber immer noch innerhalb dieser Europäischen Union. Und es gibt eigentlich eine rechtliche Handhabe, die aber in der Europäischen Union die Mitgliedstaaten einfach nicht befolgt haben. Und zwar niemand. Das ist die Handhabe, dass eigentlich der Europäischen Kommission besondere Steuervergünstigungen, so wie wir das jetzt zum Beispiel beim Energieeinspeisegesetz, beim Erneuerbare Energiengesetz gemacht haben, da mussten wir die Kommission konsultieren, weil es da natürlich bestimmte Vergünstigungen für Unternehmen, die energieintensiv sind, weil sie sonst hier an diesem Standort nicht mehr bleiben können. Aber das musste von der Kommission notifiziert werden. Mhm. So, jetzt sind zig Regelungen beschlossen worden in dieser Europäischen Union, übrigens auch früher in Deutschland, wo Vergünstigungen ausgesprochen werden, die überhaupt nicht besprochen sind mit der Kommission, weil sich daraus natürlich auch ein Wettbewerbsnachteil ergeben kann. Die größten Unternehmen siedeln sich vor allem immer dort an, wo sie ganz geschickt eine absolute Steuerminimierung durchführen können. Ob das Google ist, ob das Facebook ist, ob das große Biotech-Unternehmen sind, ob das BASF sind. Es ist erstaunlich, was da alles unterwegs ist. Und diesem Treiben ein Ende zu bereiten, diesem negativen Steuerwettbewerb ein Ende zu bereiten, das ist schlichtweg notwendig. Ich kann keinem einzigen Arbeitnehmer erklären, warum er normal seine Steuern zahlen muss, wenn einem Großunternehmen erlaubt ist, seine Steuern wirklich auf 0 zu drücken oder auf 10% zu drücken, auf 5%, währenddessen der Arbeitnehmer dann vielleicht 20-30% bezahlen muss. Das ist völlig inakzeptabel und führt dann wirklich zu ernsthaften Zerwürfnissen innerhalb unserer Gesellschaften. Die Menschen haben den Eindruck, ihnen darf man es abnehmen, aber diejenigen, die eigentlich auch mit ihren Beitrag leisten sollten, entziehen sich dem. Und wir haben das besondere Negativbeispiel Griechenland, wo wir das besonders probat erlebt haben, nämlich, dass die Reeder überhaupt nichts zahlen müssen. Die zahlen in ganz Griechenland gerade mal 80 Millionen. Das ist geradezu ein Treppenwitz je Jahr, währenddessen der kleine Arbeitnehmer in Griechenland zahlen soll. Das lässt schlicht und einfach die Solidarität innerhalb einer Gesellschaft brechen. Und darum ist dieser Sonderausschuss, der nicht nur darauf gerichtet ist, wer hat wann was gemacht. Wissen Sie was? Es waren alle Länder dabei. Es waren alle ganz munter dabei. Wir haben 23, glaube ich, von 28 Ländern, bei denen schon solche Praktiken alle identifiziert sind. Das heißt, es war ein munterer Wettbewerb, wer kann am besten dem anderen Unternehmen abluchsen. Und das bedeutet in der Konsequenz, wenn wir so weitermachen würden, würden wir wirklich auf ernsthafte Probleme stoßen. Deshalb, der Sonderausschuss ist nicht darauf gerichtet, einzelne Personen, die im Laufe von 20 Jahren, und das sind Hunderte, Verantwortung getragen haben im Finanzministerium oder an den Spitzen der Staaten. Es gab in den 90ern einen flotten Wettbewerb, einen dreisten Wettbewerb darum, wie können wir das am besten optimal minimieren. Und diesen Wettbewerb, den muss man insofern durchbrechen durch Fairness. Wir wollen einen fairen Binnenmarkt haben und der ist in dieser Hinsicht derzeit nicht fair. Aber ich kann Ihnen sagen, der Sonderausschuss wird in die Zukunft gerichtet sein. Er wird analysieren, welche Praktiken gab es in den Ländern
und darauf aufbauend aufklären, welche Methoden hat es gegeben, welche müssen wir beihilferechtlich, wettbewerbsrechtlich unterbinden und welche Methoden sind in Zukunft erlaubt als ordnungsgemäße steuerliche Methoden, um sozusagen die Industriestandorte Europa zu sichern. Darüber kann man ja vernünftig reden, nur es muss fair bleiben, es darf nicht so einseitig sein. Und aus dem Grund wird das eine spannende Geschichte, dieser Sonderausschuss. Und wir haben einen deutschen Koordinator, das ist der Kollege Burkhard Balz, der EVP. Das heißt, er wird die Fragen für die Europäische Volkspartei koordinieren. Ein ganz erfahrener Mann im Bereich der Finanzmärkte, der Banken und auch diesem Steuersektor, sodass wir darauf vertrauen können, dass wir hier den richtigen Sprecher haben, um notwendige Maßnahmen zu ergreifen. Aber spannend wird das werden. Ganz sicher. Herzlichen Dank, liebe Frau Hohlmeier. Wir begrüßen Sie in der nächsten Woche wieder. In der Zwischenzeit finden Sie jede Menge Informationen unter www.monika-hohlmeier.de.